Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat einen Artikel geschrieben, der wirklich zur aktuellen Kriegshetze in diesem Land wirklich wunderbar passt. Anders kann man das nicht mehr kommentieren. Es geht um die nach Deutschland geflüchteten Ukrainer. Der Kommentar von Reinhard Müller trägt die Überschrift "Kein Recht auf Fahnenflucht". Kiew kämpft einen Kampf ums Überleben gegen den russischen Aggressor. Dazu braucht es jeden. Auch hier muss Deutschland helfen. Deutschland soll also die Ukrainer, die hierher geflüchtet sind, in die Ukraine zurückschicken. Und diese Behauptung, es gibt kein Recht auf Fahnenflucht, die ist einfach falsch. In Artikel 1 unseres Grundgesetzes ist die Menschenwürde festgeschrieben, ist ein Recht auf körperliche Unversehrtheit festgeschrieben. Alleine dieses Recht auf körperliche Unversehrtheit spricht natürlich dafür, dass wir Menschen nirgendwo hinabschieben dürfen, wo ihnen Folter oder unmenschliche oder grausame Behandlung zustoßen könnten. Und das wird auch noch mal extra durch das Asylrecht geschützt. Und natürlich haben Männer, die in der Ukraine einen Zwangswehrdienst leisten müssten und in der Kriegssituation natürlich grausame und unmenschliche Behandlungen zu erfahren hätten, natürlich haben die ein Recht, hierher zu flüchten. Also das ist rechtlich schon mal völliger Schwachsinn. Es ist auch inhaltlich falsch. Die Ukraine befindet sich aktuell nicht in einem Kampf ums Überleben. Die russischen Forderungen lauten Demilitarisierung, Entnazifizierung, Anerkennung der territorialen Realitäten und Neutralität. Der Westen ist nicht bereit, diese Forderungen zu erfüllen. Der Westen ist nicht mal bereit, darüber zu verhandeln. Selenskyj hat Verhandlungen mit Putin per Dekret verboten. Also der Westen will Krieg. Das ist der Grund, warum dieser Krieg weitergeht. Russland ist zu Verhandlungen bereit. Ich hatte das schon immer wieder erklärt und das ist leider der Grund, warum dieser Krieg weitergeht. Der Westen will seinen geostrategischen Konkurrenten Russland schwächen und wie viele Ukrainer dabei sterben, ist ihm egal. Und die schlimmsten Kriegshetzer hierzulande wollen jetzt einfach Hunderttausende weitere Ukrainer zum Kämpfen an die Front schicken. Also, ich versuche ja meistens nicht moralisch zu argumentieren, aber hier. Also fehlt es diesen Menschen wirklich an jedweder Humanität, solche Forderungen zu erheben. Also Menschen, die vor einer, ja, Diktatur geflüchtet sind, die ihre Jugend an der Front verheizt für einen Krieg, der nichts und auch wieder nichts bringt, wo alle Militärs sagen, dieser Krieg ist nicht zu gewinnen. Dass die Menschen da fliehen und nicht für dieses durch und durch korrupte Regime in Kiew sterben wollen, das ist nur mehr als verständlich. Und also solchen Forderungen, denen würden deutsche Gerichte auch hoffentlich einen Riegel vorschieben. Also das ist ja wirklich komplett irre. Man muss den neuen ukrainischen Verteidigungsminister verstehen. Das Land kämpft um seine Existenz und ob es den Krieg gegen den russischen Aggressor gewinnen kann, hängt nicht nur von Kiew ab. Die Ukraine hat Unterstützer bitter nötig, aber sie kämpft diesen Kampf selbst und dafür braucht sie jeden. Deshalb ist es konsequent, dass alle, die der Wehrpflicht unterliegen, nun herangezogen werden sollen, um ihrem Land im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu dienen. Ja, zieht alle ein, egal wie ausgeblutet das Land ist. Hauptsache, es gewinnt gegen Russland. Also was für ein irre Denke. Gewinnt heißt dann wahrscheinlich, dass die Territorialverluste etwas kleiner ausfallen und man auch der NATO beitreten kann. Oder wie soll man gewinnen überhaupt definieren? Also dieses Ziel einer Rückeroberung der Krim, das ist ja sowieso völlig unrealistisch. Das ist ja absolut außerhalb des irgendwie Denkbaren. Am Anfang des Krieges war es Männern im wehrfähigen Alter untersagt, das Land zu verlassen. Gleichwohl befinden sich mittlerweile offenbar Hunderttausende außer Landes, viele davon in Deutschland. So sehr man das im Einzelfall nachvollziehen kann, das ist weder im Interesse der Ukraine noch Deutschlands. Doch es ist im Interesse Deutschlands, dass dieser Krieg schnellstmöglich endet. Wir brauchen wieder vernünftige Beziehungen für Russland. Wir brauchen die russischen Rohstoffe, um unsere Wirtschaft hier im Laufen zu halten. Wir brauchen wieder billiges Gas, wir brauchen wieder billigen Strom und das geht halt nur, wenn wir wieder zu vernünftigen Beziehungen mit Russland zurückkehren und die Nord Stream Pipelines reparieren bzw. öffnen. Ich meine, ein Strang von diesen vier Nord Stream Strängen funktioniert ja sogar noch, den könnte man sogar sofort öffnen. Also, das ist einfach falsch. Im Interesse Deutschlands sind vernünftige Beziehungen mit Russland und nicht eine noch weitere Eskalation dieses nicht zu gewinnenden Krieges. Dieser Krieg ist im Interesse der USA, im Interesse der westlichen Rüstungsindustrie, aber nicht im Interesse Deutschlands. Gerechter Krieg. Also, ja. Wenn man den Kampf gegen Putins Russland, wenn man den Kampf gegen Putins Russland, der die Auslöschung der Ukraine zum erklärten Ziel hat, für gerechtfertigt und gerecht hält, und ist das nicht der klassische Fall des gerechten Krieges, dann muss Deutschland ein sicherer Hafen für Schutzbedürftige sein. Aber nicht für wehrpflichtige Männer, die sich ihrer Pflicht entziehen. Es gibt keine Pflicht, für seinen Staat sterben zu müssen. Es gibt die Menschenwürde, es gibt das Recht auf körperliche Unversehrtheit, es gibt das Asylrecht. Aber es gibt keine Pflicht,
für seinen Staat sterben zu müssen, unterschreibt der Autor hier auch selber. Er gibt dir das implizit selber ein. Dafür gibt es auch das hiesige Grundrecht, aus Gewissensgründen den Dienst an der Waffe zu verweigern. Und dieses Grundrecht ergibt sich aus der Menschenwürde allein schon. Es gibt kein generelles Recht auf Flucht vor den Einberufen. Doch Deutschland muss auch hier alles tun, um der Ukraine zu helfen. Im ureigenen Interesse. Wie gesagt, es gibt die Menschenwürde und es gibt das Asylrecht. Daraus ergibt sich das schlicht und ergreifend. Ja, und es ist nicht in deutschem Interesse, diesen Krieg noch mehr in die Länge zu ziehen. Weder durch Geldzahlungen an das ukrainische Regime, noch durch Waffenlieferungen und erst recht nicht durch die Abschiebung von Menschen, die hierher fliehen, weil sie diesen Krieg eben nicht unterstützen wollen, weil sie nicht bereit sind, für ihren Staat zu töten oder zu sterben. Und auch diese Behauptung, Putins Russland wolle die Ukraine auslöschen, das ist schlicht und ergreifend gelogen. Kann sein, dass das in internen Planungen des russischen Militärs ein Maximalziel ist, aber die offiziellen russischen Friedensbedingungen lauten Anerkennung der territorialen Realitäten, Neutralität, Entnazifizierung, Demilitarisierung. Und das kann man durch Sicherheitsgarantien relativ gut lösen. Also in der Vergangenheit war Russland auch schon zu noch weitergehenden Zugeständnissen an die Ukraine bereit. Das hat der ukrainische Chef und Händler bestätigt. Aber das wurde auf Druck des Westens verhindert. Das habe ich auch im neuen Video auf meinem Erstkanal nochmal begründet. Ich habe hier gerade Jay Riddle. Ich zeige euch das Video nochmal kurz. Ich zeige euch das Video nochmal kurz, bevor wir gleich zu etwas seichteren Themen kommen. Hier droht ein NATO-Krieg gegen Russland, die gefährlichen Planspiele der DGAP. Da bin ich auch auf die Geschichte des Ukraine-Krieges und auf die aktuelle Lage dort eingegangen. Schaut euch das gerne an. Ja, und danke Günni. Günni, du verlinkst es gerade. Das ist freundlich.